Hallo ihr lieben Mini-Ninjas und willkommen zurück zu Dark Souls 3 auf dem Weg in die beiden DLCs. Wir haben geheiratet. Also im richtigen Leben auch. Genauso wie unsere liebe Imke. Alle verheiratet inzwischen. Aber auch in Dark Souls 3 haben wir Anri geehelicht, sind damit bereit für das düstere Ende des Hüllenfürsten. Doch da, ach, da müssen wir noch den Endboss besiegen, das dauert noch ein bisschen. Du hast, glaube ich, die Biege gemacht. Genau, und hier müssten wir jetzt Andries Schwert bekommen. Und ein Chamäleon-Zauber. Ach, den habe ich mir so lange gewünscht. Wieso kriegen wir denn nicht Andries Schwert? Wo kann man sich das denn abholen? Ha. Weiß ich gerade nicht. Egal, Chamäleon, ja. Sehr schön, damit können wir uns jetzt wunderbar verwandeln. Aber heute geht's nach Arno Londo. Haben wir ja schon beim letzten Mal freigeschaltet, weil ich ganz offensichtlich den Zwischenschritt für die Hochzeit nicht gemacht habe und eben nicht am Schrein kurzzeitig war. Und damit wir einfach umsonst hierher gelaufen sind. Zurück und wieder hierher. Also pass auf, die Seite muss man. Ja, aber jetzt geht's erstmal nach Arno Londo und ach, mir schlackern die Knie. Ich hasse Arno Londo. Also in diesem Teil nervige Gegner schnell besiegen. Nervige Spinne und der Bossgegner. Ah, ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich dachte ja auch schon bei Suliman, das wird nichts. Vielleicht. Das war schon mal sehr gut. Nagelkeule geht echt ab. Auch hier übrigens eine wunderschöne Farmstelle. Einerseits, weil sie, glaube ich, das Zeichen der Eintracht droppen können, auch mit einer hässlich niedrigen Dropchance. Das heißt, wenn man nicht auf PvP steht, aber den Eid der Aldrich-Gefreiten trotzdem beitreten möchte und ihn schaffen möchte, kann man bei diesen Viechern hier tatsächlich Zeichen farmen. Aber, oh Gott, ich glaube, das war irgendwie 0,5%ige Chance oder irgend so ein Scheiß. Wenn überhaupt. Ja, ich sehe schon, Boss muss man nochmal weggehen. Huch, das hat mein Schlag nihiliert. Oh Mann, ich dachte, du beißt der Eintracht. Man kann auch einfach mal Glück haben. Jetzt müsste ich schon drei davon haben. Juhu, Insel geschafft. So, das hier war ja der ursprüngliche Weg hoch nach Arno Londo rein, da ja das Haupttor verschlossen war. Im Original Dark Souls 1 kam dann hier diese hässliche Passage. Einmal hier hinten rum mit den Bogenschützen. Aber die Bogenschützmassage haben wir schon hinter uns gebracht. Das Tor ist wieder verschlossen. Wir gehen einfach zum Riesenschmied. Und siehe da. Der Riesenschmied scheint Arno Londo nie verlassen zu haben. Gegensatz zu Aldrich sage ich schon zu André, der ja in den Feuerbandschrein in den neuen abgewandert ist, ist der Riesenschmied in Arno Londo geblieben. Hat auch die Kuhle der Riesen, mit der wir wieder neue Verzauberungen auf die Waffen machen können. Allerdings hat er das Ganze nicht überlebt. Traurige Sache das. Ich hatte gar keine Tears of Denial. Doch, hatte ich. So.
Und auch diesen Weg kennt man aus Dark Souls 1. Schau mal schnell, was hier hinten. Gab es hier irgendwas? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube. Es war auch nicht klug, hier runter zu gehen, weil auf der linken Seite wieder die Kultisten sind. Die nervigen. Und die haben nur beschießen, deswegen. Gehört. Ich habe ihn doch gehört, verdammte Axt. Ich verachte euch zutiefst. Ja, umso wichtiger ist es, dass ich jetzt ganz schnell das Haupttor öffne, um diesen Weg hier nicht nochmal gehen zu müssen. Unten ist wieder alles voller Blobs, da hinten noch ein paar neue Kultisten. Da sieht man schon wieder ein Bosskampf, genauso wie in Dark Souls 1, wo es hier gegen Ornstein und Smough ging. Geht's diesmal gegen einen, ja, für mich persönlich nicht minder nervigen Boss. Dazu gleich mehr. Ach, wir haben nur so viel Zeit dafür. Jo. Ich verachte euch. Ich hasse euch als Gegnertyp. Und auf die Glocke. Ich weiß echt nicht, was es soll. Die sind im Gegensatz zu einem Demon Souls sowas von sinnlos. Oh wow, jetzt hast du mal Schaden gemacht, weil ich es zugelassen habe. Dann müsste es gleich noch einen Knochenstaub oder eine Nixtus-Scherbe geben. Ganz sicher, was es war. Und da vorne wartet eine hässliche Überraschung, die man ignorieren sollte, bis man das Tor geöffnet hat. Hängt sie in der Ecke? Sie oben? Da, da oben ist sie. Der krabbelt sich schon rum, wieder einer dieser abartigen Spinnen. Nächstes Scherbe, also demnächst eine Scherbe mehr. Ich habe keine Ahnung, warum mein Spiel so ruckelt. Ich muss mal an eine sichere Stelle gehen. Raustappen. Wieder reintappen. So, Aufnahme scheint aber weiter zu laufen. Ja. FPS-Problem behoben, keine Ahnung. Mein Spiel ist auf einmal rausgetappt. Was da los war, weiß ich nicht. Jetzt schnell das Tor öffnen, wie auch schon in Dark Souls 1. Und du wunderst dich, warum das Tor aufgeht, ha? Bist du blöder und hässlich und groß. Gerade wirklich einfach dran vorbeigeschlagen, Benny. Es ist mir alles egal, ich hab das Tor offen. Sprüh doch! Wie hab ich das denn beim letzten Mal geschafft, dass ich sie so krass gegengeschlagen habe?
dritten Konter. Ach, die verflucht. Jetzt ist schon wieder das Spiel rausgetappt. Ich weiß gerade nicht, warum es das tut. Ich glaube, ich weiß warum. Meine Frau, mein PC-Monitor, die Grafikkarte ist an unseren Fernseher im Wohnzimmer angeschlossen, dass wir da drüber streamen können. Über ein HDMI-Kabel. Und sobald meine Frau die PlayStation anmacht, weil sie irgendwas spielen oder gucken möchte, gibt es bei mir mal kurz diesen Aussetzer am Monitor. Das wird es wohl sein. So, du kommst tatsächlich nicht rein. Scheint eine gute Taktik hier zu sein. Ich könnte jetzt vor einem Bogen auspacken wahrscheinlich. Ob ich irgendwas zum Werfen bekommen, das mache ich mal. Haben wir Bomben? Nö, du da, hier. Das andere habe ich weggeworfen, bestimmt. Beziehungsweise verkauft. Hallo, magst du Feuer? Ich mag kein Feuer. Natürlich bist du jetzt hochgesprungen. Wie doof bist du denn? Bleib doch, jetzt reicht's nicht, wenn. Hasse dich. Rubin von Aldridge, was macht der denn? Ein Ring wahrscheinlich, so wie es aussah. Der regeneriert, regeneriert Trefferpunkte bei kritischen Angriffen. Nice. So. Wir müssen ganz schnell dich ablegen. Gehen schnell zum Feuerbahnschrein zurück. Weil ich bei dem Boss wirklich gerüstet sein möchte. Heißt, ich muss mal ganz schnell schauen, was für Schilde ich besitze. Im Zweifel könnte man sich ein neues Schild schnell hochmotten. Also durch Upgrade-Materialien. Einen neuen Schild, nicht eins. Eieieiei. Ich hoffe, ich habe das nicht zu oft falsch gesagt. So, wir können mal schauen, ob wir hier bei dir einen bekommen. Aha, schon. Nö. Nö, nö, nö. Now, now. Du bist wieder erschienen. Well, hasn't it been some time? I'm Leonard, the Ringfinger. Remember me? I slipped you those red eyes some time ago. You're making quite an effort of it, so I thought you might like to know. If you yearn for a proper red eye orb, one that is uncracked, then kill the Dark Wraith, survivor of the land swallowed by darkness. He has been a prisoner for many ages in the deepest cell in all Lothric. I can see it in your eyes. If you didn't invade, didn't pillage, whatever would you do? Okay. Ich, tatsächlich hat man jetzt die Möglichkeit in Lothric an der Hohen Mauer von Lothric nach unten in einem Fahrstuhl zu fahren. Machen wir aber nicht. Stattdessen schauen wir an. Wir haben einen Schild, der 61 Magieabwehr hat. Wir hätten hier einen Schild mit 75. Der ist aber so schwer, dass ich ihn noch nicht mehr tragen kann. 70er, dafür aber nicht genug physisch. So, was haben wir denn hier? Also 67, 67. Ich mag eigentlich den Schild auf Vorhand. Mal schauen, ob wir. Ach, wir behalten den Schild auf Vorhand einfach. Was passiert denn, wenn wir ihn durchwirken? Müsste er, glaube ich, physisch was verlieren. Kann man gar nicht durchwirken, oder was? Was für ein dummer Scheiß. Was haben wir denn hier noch? 50er. So ein Großschild. Schwarz-Eisen-Großschild kann ich. 32, den kann ich sogar tragen.
Und wenn man den eben zu Magie macht, wie geht das? Kann man ihn nicht mehr verbessern? Doch, man kann Feuerwehr, aber ich kann anscheinend noch keine Verbesserung. Kann der Riese das eventuell? My, my. The coal of that peaceable giant. Seems like ages passed. I imagine his passing was long ago. I miss the old bugger, I do. My thanks. I'll be sure this coal is put to good use. I'll be smithing weapons never afore seen by the likes of ye. It's but a small service to pay my humble respects. So. Da, jetzt geht's. Wir könnten hier also Dunkelheitabwehr zum Beispiel erhöhen. Wir könnten die Feuerabwehr erhöhen. Aber immer noch keine Magie. Dann weiß ich halt nicht, wo es mit der Magie klappt. Ist uns aber auch egal, wir machen den Shield of Wand. Die Tiny Chopper. Eine Schuppe? Okay. Ich muss ganz schnell nachschauen. Wir haben eine Waffe, die nicht verbessert werden kann. Was war denn Titanit-Schuppen? Sind die auch ein besonderes Upgrade-Material? Scheint so, ne? Könnte man die einfach so rausballern, um ein bisschen mehr Haltung zu bekommen? Ich mag den Shield of Wand, aber für so ein bisschen mehr Stabilität holt das auch nicht raus. Wozu? Viel mehr können wir dich benutzen, Bubba. Und machen hier nochmal 30, so die Vitalität, die relativ günstig zu holen ist. Farewell, Adam. Und wir schauen, haben wir bei dir noch Asche einzulösen? Gracious, passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Verstärkt vorübergehend die Magieminderung. Magieschadensminderung meine ich natürlich. Ich glaube, das ist immer noch so kurz, dass ich das eigentlich nie benutze, das Zeug. Aber warum nicht? Ashen One. Ashen One hat jetzt keine Lust, mit dir zu reden. Nun ist aber auch mal gut. Doch, wir behalten dich. Auch wenn ich dich, glaube ich, jetzt nicht benutzen werde. Die Kieferkügelchen nehmen wir auch. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob das jetzt 10 Minuten wipen werden. Oder auch weniger, weil ich natürlich vergessen habe, die Estus-Scherbe abzugeben. Ach, nö. Was machst du noch? Jeez, what? Pretty. Jetzt haben wir immerhin 12 Tränke. Und es geht zurück nach Anolondo. Auch sehr interessant, wo die Finstermond-Anführerin sitzt, die Crossbreed. Das ist der Gefängnisturm. Also die scheint da weggesperrt zu sein. Wir werden jetzt an allen Gegnern vorbeirennen, da wir hier eigentlich in Anolondo alles gemacht haben, was es zu machen gibt. Anolondo ist wirklich nur so klein. Aber wir haben uns einem Boss zu stellen. Hier kommt man wirklich ganz gut durch. Man hört hinter uns den Silberritter weiterrennen. Doch. Da ist Ortridge. Ist nicht wahr. Fängst nicht mit dem Scheiß an. Na
also erstmal null Schaden gemacht. Wenn du direkt mit einem Abfuck anfängst. Ich hasse Allcritch. Aldridge, der Göttingsfresser, also Aldridge hat, wurde uns ja schon berichtet, hat angefangen, alles zu fressen. Aldridge müsste jetzt schon in der Feuerfarbe sein. Ziemlich verschwenderisch mit Tränken um. Aber das ist ja immer so. Ah, nicht diesen Schaden. Ich kann ihn nicht verstehen, nicht wie es funktioniert. Ich hab's ja selbst gesehen. Ich habe tatsächlich noch nie diese Käferkugeln genommen bei Aldridge. Und die scheinen unglaublich viel Schaden abzuhalten. Normalerweise wäre ich schon vorher längst tot gewesen. Aber so weiß ich zumindest, dass das ein probates Mittel ist. Ist noch gar nicht 1500, na meine Güte. Mal gucken, ob das gleich wieder so gut läuft oder ob das jetzt einfach Glück war, weil ich so ewig nicht da war. Aldridge. Der Devourer. Der Devourer. Jetzt muss man einfach nur am Schwanz bleiben. Dann wird man von dem Ding nicht getroffen, von dem ich gerade getroffen wurde. Aggressiv sein.
Explosion. Ruft da, egal was er macht. Aldrich, the Devourer, hat eine Fürstenasche gegeben und die Seele Aldrichs und ist beim zweiten Mal gefallen. Was ich rein diesen Magiekugeln zu Antimagiekugeln zu verdanken habe, die ich hier noch nie benutzt habe. Wenn ich mir jetzt so richtig dumm vorkomme, dass ich die noch nie benutzt habe. Wir schauen ganz schnell nach mit dem Schlüssel. Fürstenasche zurückgelassen von Aldrich, dem Götterfresser. Wenn die Fürsten sich weigern, zu ihren Thronen zurückzukehren, soll sie als Asche zurückkehren. Aldrich wurde zum Fürsten, dem er Menschen verschlang. Der erklommene Platz auf dem Thron war für ihn jedoch eine Enttäuschung, weshalb er sich dem Verschlingen von Göttern zuwandte, was man auch gesehen hat. Dazu haben wir Asche. Asche ist wo? Hier. Seelen meine ich natürlich. Als Aldrich über das Verschwinden des Feuers sinnierte, weckte dies Visionen über ein Zeitalter der Tiefsee. Er wusste, dass ein schwieriger Weg vor ihm lag. Doch er hatte keine Furcht, denn er würde die Götter persönlich verschlingen. Wir machen es relativ kurz. Kommen wir vielleicht dann beim nächsten Mal einfach noch dazu, aber um das heute zumindest schon mal anzudeuten. Also Aldrich ist alleine sehr, sehr interessant, weil er hier im Raum von Ornstein und Smo bekämpft wird. Da drüben steht Gwyn. Was war das? Gwyn und Gwynevere. Und Aldrich selbst hat den Oberkörper von Gwyndolin. Er benutzt den Bogen von Gwyndolin mit diesen Pfeilangriffen. Hat gleichzeitig die Sense von Nito. Also alles Leute aus dem ersten Teil. Und scheint wirklich, wirklich in dieser Welt, die in sich kollabiert, alles verschlungen zu haben, was ihm in den Weg gekommen ist. Von daher. Ein kleiner Abfuck-Typ. Also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, so, what, das ist doch aber nicht, doch ist es. Ach, das ist schon sehr, sehr geil und ja, die Dark Souls 3 Geschichte ja ohnehin ein verrückter Haufen. Wie gesagt, da kommen wir noch beim nächsten Mal oder dann ein bisschen später noch dazu, was hier noch weiter los ist. Wir müssen uns hier ganz kurz noch umschauen. Das machen wir auch beim nächsten Mal am Anfang. Und dann geht's runter in die Kerker. Nee, dann geht's kurz nach Lothric zurück. Geht dort in den Kerker runter. Und dann geht's in die Kerker von Irithiel weiter. Denn auch bereits einer der nächsten Boots wartet auf uns. Ich freue mich. Bis dahin. Dark Souls 3. Geil. Ist nicht mehr allzu weit bis zu den DLCs. Es wird echt gut. Geht besser, als ich dachte bei den Bossen. Liegt wahrscheinlich an dieser Imbalanced Waffe. Interessant, dass ich die erst jetzt gefunden habe, nach 2 Jahren. Weiß ich gar nicht mehr, wie lange das Spiel schon wieder raus ist.
Bis dahin. Ciao, ciao.